Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Hallo. Und Christian Alner. Ein noch schöneres Hallo. Heute geht es um Barcamps. Und das sind unsere Themen. Was sind Barcamps? Wo gibt es überall Barcamps? Wir waren beim Barcamp Halle. Und geben unser Feedback zum Barcamp Halle. Da war kein Fragezeichen. Wir waren trotzdem beim Barcamp Halle. Hallo und willkommen zur 6. Folge der Online-Geister aus dem mollig warmen Studio bei Radio Korax. Online-Geister, Hausmeistereien. Herzlich willkommen alle Radiozuhörer am Donnerstagabend oder Freitagvormittag. Herzlich willkommen alle, die im Podcast da sind und uns online hören bei onlinegeister.com oder socialmediastatistik.de. Wir sind auch bei iTunes. Wir freuen uns über Kommentare und ganz besonders eure Bewertungen. Gebt uns Feedback, auch wenn es euch gefallen hat und besonders, wenn es euch nicht gefallen hat, denn wir wollen uns ja stetig verbessern. Und jetzt erstmal im Rahmen der Hausmeistereien zu etwas völlig anderem. Tristan, hast du schon gehört, es gibt jetzt die Rekruten, deine Grundausbildung als Webserie. Das war mir bis vor einer halben Stunde tatsächlich noch vollkommen neu. Okay, dann lass uns doch mal kurz reinhören. Ich habe jetzt hier die Facebook-Seite aufgerufen und Datum Anfang November war das jetzt ein Beitrag gewesen. Das Hashtag Wochenende ist vorbei. Es geht weiter bei Hashtag die Rekruten. Heute werden Jerome und Co. auf ihre Boardtauglichkeit hin untersucht. Hören wir doch mal kurz rein, wie das denn klingt, wie wir uns die Rekruten, die Bundeswehr-Webserie vorstellen dürfen. Oh mein Gott, so freut mich. Ich bin fertig. Insgesamt ganz gut gelaufen. Ich bin nur derzeit borduntauglich. Ich denke, ich hätte eine gute Zahnhygiene gehabt, mein Zahnfleisch wäre okay. Nur meine Weisheitszähne bereiten ihr noch ein bisschen Sorgen. Und ob sie die ziehen will oder nicht, das entscheiden sie halt erst in 6 Wochen. So lange bin ich leider borduntauglich. Jo, spannend, ne? Na gut, ein Denken, das ich dabei hatte, haben die Serie schon in der ersten Sekunde widerlegt. Ich dachte, die Bundeswehr verbrennt eh schon so viel unnötig Geld. Warum produzieren noch eine Webserie? Aber das konntet ihr jetzt nicht sehen. Das Bild ist wirklich eine Handykamera neben einem der neuen Rekruten und der redet halt ein bisschen. Das dürfte jetzt nicht allzu viel Geld verschlingen. Trotzdem finde ich es irgendwie seltsam. Nein, also wir hatten ja in unserer letzten Folge beim Thema Snapchat auch Ayem Serafina erwähnt. Das geht alles in eine sehr, sehr ähnliche Richtung, also rein von der Optik her. Halt auch so mit einer Handykamera aufgenommen, so Web-Tagebuch-mäßig eigentlich, so klassischer Vlog, ja. Ist aber wohl trotzdem irgendwie professionell produziert. Das ist jetzt noch nicht so ganz deutlich. Das ist immerhin geschnitten, das ist nicht am Stück. Ja, also es ist auf jeden Fall geschnitten, aber ich muss sagen, wo ich Ayem Serafina noch irgendwie interessant fand, haben wir jetzt hier halt eben gerade Jerome und Co., die vom Zahnarztbesuch zurückkommen. Generell muss ich sagen, ich finde es eine schöne Idee seitens der Bundeswehr. Die müssen ja eh neue Richtungen mal gehen, dass sie halt auch mal mit der modernen Technik besser als die Schlagzeilen, die in den letzten Jahren so gemacht haben, auf jeden Fall. Die Gewehre treffen vielleicht nicht, aber ja, die Serie auch nicht unbedingt. Ist vielleicht gar nicht so schwer, wenn die Gewehre nicht treffen, dann gibt es weniger Trottel durch die Bundeswehr. Ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Aber okay, ist ein anderes Thema. Wir sind ja keine Militärleute. Und wir wollen jetzt einfach nur das Thema die Rekruten mal kurz in Hausmeistereien anmerken, weil es jetzt einfach gerade aktuell aufkommt. Also ist das Internet, die Bundeswehr macht damit Marketing und ich weiß nicht, ob das so viel weiterhilft. Ja, also ich habe hier zumindest mal einen Besucherbeitrag auf deren Facebook-Seite von Tami Tami Baka. Ich gucke jeden Tag die Serie und muss sagen, dass es echt geil ist und so weiter. Ja, also das ist wohl zumindest positiv. Bei dem Arztvideo waren auch schon 100, aber da ist auch über 130 Likes gewesen. Wow, aber das ist ja auch ein Kommentar. Mhm. Tim17 Bechtold, KuchenTV hat gesagt, ihr seid böse. Ist vielleicht, dass ich mich internetaffinen Menschen bezeichne, nicht so gut, dass ich KuchenTV nicht richtig kenne. Den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Aber wenn der sagt, die Bundeswehr ist böse, dann muss es ja wohl stimmen. Aber ja, genug davon. Man kann sich damit auseinandersetzen. Es ist ein interessanter Ansatz, sage ich zumindest. Aber ich glaube, das ist so klassische Prototypenprobleme. Es ist das erste Mal, dass sich jemand macht und was ich bislang da gesehen habe, reißt mich nicht gerade vom Hocker. Aber im Internet kann ja sowieso jeder machen, was er will, sich jeder zu jeder Zeit alles Mögliche angucken und anhören. Und da gab es jetzt zuletzt, das ist schon wieder eine Weile her und jeder, der sich nur halb so auf dem Internet aufhält wie ich, für den wird das schon Stefan gestern sein. Aber YouTube und GEMA haben sich geeinigt. Trommelwirbel. Wunderbar. Jetzt kann man auch ohne ProxTube und ähnliche VPNs durch die GEMA geblockte Videos sehen. Die GEMA ist ja sowieso ein bisschen umstritten. Vor ein paar Jahren haben die schon mal versucht, sich zu einigen. Was war denn damals das Problem?
Da lasse ich jetzt einfach mal kurz Frau Klein vom Norddeutschen Rundfunk zu Wort kommen. Die hatte im ARD-Interview dazu mal Stellung genommen. 2009, bis dahin gab es einen vorläufigen Vertrag und als der auslief, da begann der Streit. Die GEMA stellte sich auf den Standpunkt, dass immer dann, wenn ein Video angeklickt wird, ein kleiner Betrag, ein Cent war damals die Forderung, bezahlt werden sollte. YouTube sagte, machen wir nicht. Wir beteiligen die GEMA allenfalls an den Werbeerlösen, wenn ein Clip vorne dran Werbung geschaltet hat. Ich will jetzt YouTube nicht verteidigen, die haben bestimmt noch deutlich mehr Dreck am Stecken als irgendwie GEMA und man kann YouTube in vielen Punkten kritisieren, aber ein Cent pro Klick, das kann bei gerade bei erfolgreichen Künstlern sehr schnell sehr viel werden und ich bezweifle, dass die Videos so viel Werbeeinnahmen abschmeißen, dass es bezahlt werden kann. Vielleicht nicht so sehr, sind ja auch nicht einen Cent, ich habe auch mal recherchiert, da ging es damals, das war 2009 ja gewesen, um 0,375 Cent pro Klick auf ein Musikwerk. Das klingt wenig, aber wenn es auf 1 Million, 100 Millionen Klicks geht, was ja durchaus Musikvideos haben, kann sich das ordentlich läppern. Mag vielleicht sein, aber ich habe da so eine zweischneidige Einstellung. Ich bin ja als Schriftarchitekt auch Texter und ich bin bei der VG Wort gemeldet. Und da haben wir es ja auch so, ich möchte für meine Texte, die ich schreibe, ja auch irgendwie bezahlt werden. GEMA ist ja dasselbe für die Musiker. Sehen es immer kritisch mit der GEMA und sagen, ja, die Halsabschneider, Blutsaugen und sonst wie. Aber vom Grundgedanken her sind diese Verwertungsgesellschaften ja eigentlich erstmal eine schöne Sache, dass halt die Künstler, die Musik produzieren, die Kunst eben produzieren, halt auch entlohnt werden, dass deren Musik einfach einen gewissen auch Geldwert dadurch bekommt. Ich finde, ist die GEMA in der Zeit des Internets, ist ja vor 100 Jahren gegründet worden, längst nicht mehr zeitgemäß ist mit ihren strengen Richtlinien und Musiker, die bei der GEMA sind, müssen alle ihre Werke da anmelden. Die haben nicht mehr die Möglichkeit, da irgendwie auszubrechen. Wie das genau was bezahlt und entlohnt wird und wie es verteilt wird, ist komplett unübersichtlich. Ich habe von kleineren Bands gehört, die ihre Konzerte anmelden müssen und dann für das Konzert mehr GEMA-Gebühren zahlen, als sie am Ende dadurch einnehmen, weswegen einige Bands sich überhaupt nicht mehr bei der GEMA anmelden gerade. Jüngere. Ich verfolge da das, ich mag die Option auf YouTube, einfach mir ein Lied anzuhören von der Band. Und wenn ich das toll finde, dann kaufe ich mir das die CD, das Album von der Band, dann gehe ich auf Konzerte von der Band. Und das bringt auf jeden Fall für die Band deutlich mehr als irgendwelche GEMA-Einnahmen, die sie eventuell bekommen oder nicht bekommen oder wie viel deiner Verwaltung hängen bleibt und so weiter. Deswegen, ja, GEMA an sich vom Grundgedanken her wichtig, aber nicht mehr zeitgemäß und ich finde, es gibt bessere, wichtigere Möglichkeiten, Bands besser zu unterstützen. Kauft die CDs, wenn euch die Band gefällt, geht auf Konzerte, wenn euch die Band gefällt. Dann würde ich sagen, lassen wir es vielleicht auch dabei, bevor wir haben ja heute ein ganz, ganz anderes Thema, Barcamps. Das war einfach nur, weil das jetzt so ein bisschen gerade aktuelle Nachrichten gewesen war zum Aufnahmezeitpunkt. Könnt uns ja auch eure Meinung da einfach mal schicken unter unseren Shownotes. Das wäre jetzt onlinegeister.com/Folge 006 oder schickt uns eine E-Mail, schreibt uns auf die Facebook-Seite in die Kommentare, was ihr jetzt zu dem Thema haltet. GEMA und YouTube, geil oder nicht? Rekruten, deine Grundausbildung als Webserie, die Bundeswehr-Webserie. Was meint ihr dazu? Schreibt es uns einfach in die Kommentare. Wenn sich der Satan mit dem Beelzebub geeinigt haben, dann YouTube und GEMA kommen zusammen. Um Barcamps geht es ja in dieser Folge. Auf dem Barcamp, wo wir waren in Halle, da trifft man verschiedene Leute, unter anderem Alexander Prinz, der einigen auf YouTube aktiven Metal-Fans vielleicht als der dunkle Parabelritter bekannt ist. Der ist hier in Halle wohnhaft, betreibt neben seinem YouTube-Kanal auch noch ein Musikmagazin, silence-magazin.de, Magazin ohne E hinten geschrieben, also Silence Englisch Magazin Deutsch, habe ich letzte Folge schon mal erwähnt und dann falsch, silence-magazin.de. Und über YouTube Kanal hat er auch auf viele unbekanntere Metal-Bands hingewiesen. Da geht's wieder, wenn sie einem gefallen, kauft euch die Alben, geht auf Konzerte. Und ich denke mal, eines der nächsten Alben, die ich mir holen werde, ist von Persephone. Eine Progressive-Metal-Band. Ich habe eins der kürzeren wilden Lieder von denen rausgesucht und es klingt, wie es heißt. Hier ist die Upward Explosion. Das Lied ist Upward Explosion vom Album Spiritual Migration bei den Online-Geistern. Und damit kommen wir zum Thema. Online-Geister. Thema der Sendung. Barcamps. Christian, was sind Barcamps? Du kannst solche Sachen immer wunderbar erklären. Ja, jetzt kommt wieder der Erklärberg, Christian. Barcamps, ich halte es ganz kurz, das sind sogenannte Unkonferenzen. Christian? Okay, also sind doch ein paar Worte mehr nötig. Laut Wikipedia eine sogenannte offene Tagung mit offenen Workshops, deren Inhalte und Ablauf von den Teilnehmern zu Beginn der Tagung selbst entwickelt und gestaltet werden. Also doch eigentlich nur eine Konferenz. Ja, im weitesten Sinne, aber bei Konferenzen steht ja alles immer schon im Vorfeld lange Zeit fest. Eine
sogenannte Unkonferenz, klar ist wieder ein Kunstwort, aber Barcamps sind sogenannte Unkonferenzen, passiert das Ganze halt wesentlich spontaner. Also du warst ja beim Barcamp Halle mit dabei gewesen und da hat man sich am Morgen erst getroffen, am Morgen des Tages und geplant, was machen wir denn diesen Tag? Viel zu früh hat man sich da getroffen, gerade für ein Wochenende. Gerade für Studenten. Ich war immer erst da, wenn die erste Sitzung angefangen hat, und habe schnell geguckt, was interessiert mich und bin dann in den entsprechenden Raum gegangen. Und dann wollten die auch möglichst schnell anfangen. Die sind alles hart arbeitende Leute da, die auch am Wochenende um 8 Uhr aufstehen. Ja, mein letztes Wochenende bestand auch darin, um 8 Uhr da zu sein bei einer Weiterbildung. Oh mein Gott. Ja, naja. Was man nicht alles tut für die Berufung. Da arbeitet man schon freiberuflich und mit vollkommen frei einteilbarem Arbeitsplan und muss trotzdem um 8 Uhr irgendwo sein. Zum Beispiel dafür, bei einem Barcamp. Das mag vielleicht sein, aber dafür habe ich als Selbstständiger wieder den Vorteil. Gestern war Montag, jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, und da bin ich um 9 erst aufgestanden. Ist natürlich auch wieder ganz angenehm. Das verteilt sich einfach entsprechend. Aber wir haben ja nicht Thema Selbstständigkeit, wir haben Obwohl Thema Barcamp. Obwohl beim Barcamp auch darüber gesprochen wurde, über Selbstständigkeit. Ja, und normalerweise sind ja auch bei Barcamps, gerade bei Barcamps, ich glaube, das hast du wahrscheinlich gemerkt, sehr, sehr viele Selbstständige da, ne? Ja, Gründer, selbstständige Leute, die zu Hause arbeiten über ihre hier digitale Nomaden und Leute, die sonst wo von Thailand aus für eine deutsche Firma arbeiten. Das Thema war ja digitale Stadt und jeder, der sich irgendwie dafür interessiert hat, Digitalisierung des Hauses, Digitalisierung der Stadt, Digitalisierung des Arbeitsplatzes, wie kann man mit dem Internet solche Sachen besser gestalten? Und dann gab es eben Vorträge von Leuten über Drohnen. Wie das genau reingepasst hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dass halt Drohnen halt durch die Stadt fliegen und da patrouillieren und Sachen beobachten, was natürlich rechtlich immer noch aktuell schwierig ist, bis hin zu demjenigen, der sein Haus mit seiner Wohnung mit Fernsteuerungslichtschaltern ausstattet, über ein kaputtes Handy in der Küche und den Amazon-Knick-Knopf. Gab's Vorträge drüber beim Arcamp? Gerade zum Thema Drohnen kann ich auch den Podcast Rechtsbelehrung empfehlen. Die hatten da mal eine eigene Sendung gemacht. Zum Thema Drohnen im deutschen Recht. Kurzfassung, es gibt momentan noch nicht wirklich was, aber das wäre so ein anderer Punkt, speziell beim Barcamp Halle. Aber bevor wir uns dem Ding widmen, dabei Thema digitale Stadt, Digitalisierung. Denn, also Barcamps generell, es gibt natürlich auch ein eigenes Barcamp-Wiki. Da sagen sie halt als Definition wieder, eine offene Umgebung, um zu lernen und Wissen zu teilen. Ist auch eine gute Einleitung. Es gibt Barcamps zu jedem Thema. Das ist ein bisschen wie das Tumblr der Konferenzen. Du hast dich jetzt auch mit Tumblr ein bisschen auseinandergesetzt, ne? Ja, letztes Wochenende habe ich mich mal angemeldet, um da ein bisschen mitsprechen zu können und zu gucken, ob es wirklich alles gibt auf Tumblr. Und es gibt halt wirklich alles auf Tumblr. Das ist nicht nur so ein Spruch. Du kannst, was du suchst, das findest du da auch. Videos, GIFs, Texte, Bilder zu allen Super Themen, Hulock. Zu allen. und deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt auch das mit euch teilen möchte, wo ich das so finden bin. Das ist, geht nicht alle was an, was ich mir alles bei Tumblr angucke. Wie gesagt, da gibt es alles. Aber Christian, du bist auch schon länger aktiv. Also mich findet man unter schriftarchitekt.tumblr.com. Ich mache halt vor allem Thema meiner Selbstständigkeit verschiedene andere Sachen und ja, es finden sich jeder Scheiß dort. Also im Positiven wie im Negativen. Es finden sich eigene Tumblr-Blogs zum Thema, wie die Blätter fallen. Es findet sich zu allen Perversionen und Fetischen dort irgendwas. Deswegen ist die Tumblr-App übrigens auch erst im Google Play Store ab 18 freigegeben. Zu Recht. Ja, wie Twitter auch. Zu Recht. Aber es gibt halt auch sehr, sehr schöne Sachen dort. Zum Beispiel auch Linguistik, Forum, Zeitungen, wirklich gute Sachen. Aber gut, das ist Tumblr. Aber ja, meine Stalker werden mich eher auf Tumblr finden. Also Gruß, hallo. Ja, die Real Drazen, Fanboys. Aber die Barcamps könnte man schon, dass es Tumblr der Konferenzen bezeichnen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Gibt halt zu jedem. Also gerade digitale Themen haben da natürlich eine gewisse Vorherrschaft. Also so ein Online-Fokus einfach zu merken. Also sei es jetzt vielleicht mit dem Social Media, WordPress, Community Management. Jetzt in Halle war ja Thema digitale Stadt gewesen. Aber es gibt auch erneuerbare Energien, soziale Arbeit und die krassesten Sachen, die ich bislang als Barcamps gefunden habe, Akupressur und Hundetraining. Gibt's auch Barcamps zu? Ja, also wenn man sich nirgendwo anders deswegen weiterbilden kann, gründet man halt ein Barcamp. Sucht Leute, die was dazu zu sagen haben, sucht Leute, die was zu erzählen können, was zu wissen möchten, die kommen dann zusammen und machen Barcamp. Und wer sich zum Thema Barcamp noch ein bisschen informieren möchte, vielleicht auch wissen will, also im Raum Halle Saale gibt es auf jeden Fall ein Barcamp, das ist vom Webmontag organisiert, findet immer so im Oktober statt und da werden wir uns dann auch, wenn das stattfindet, im nächsten Jahr rechtzeitig hier bei den Online-Gästen melden, kurz darauf hinweisen. Falls ihr von woanders aus zuhört,
Ich habe ein paar Webressourcen vorbereitet. Es gibt natürlich auch zu allem immer irgendwelche eigenen Websites. Bei Barcamps wäre das barcamp-liste.de. Einfach zu merken, die barcampliste.de. Genau. Beim großen Fachmagazin T3N gibt es auch immer aktuelle Beiträge, den großen Barcamp-Überblick. Das sind alles Links, die packe ich auch in die Shownotes mit rein. Für unsere österreichischen Zuhörer, es gibt auch barcamp.at. Über österreichische Barcamps? Genau. Und ansonsten, wie gesagt, die Links finden Sie in den Shownotes. Und wir beide, Tristan, du und ich, wir waren ja jetzt beim Barcamp Halle gewesen im Oktober. Das war dein erstes Barcamp gewesen, meins auch, aber so persönliche Highlights, Meinungen? Segways war mein Highlight. Das ist ein Angebot, was da war. Digitale Stadt, bessere Motorisierung durch elektrische und fahrbaren Untersatz durch Halle. Segways, diese quasi queren Skateboards quer mit einem Hebel dran. Also wenn man die nicht kennt, sind sie schwer zu beschreiben. Man stellt sich drauf, drückt den Hebel nach vorne, man fährt. Und durch Gleichgewichtsberechnung, Computerdingens fällt das Ding auch nicht um, weil es halt jedes Mal ausgleicht. Und die haben draußen ein Parcours aufgebaut. In der Mittagspause bin ich einfach eine halbe Stunde da rumgekurvt mit den Dingern. Das ist aber ungewohnt, aber wenn erstmal drin ist, es macht es mir viel Spaß. Sagt ja auch schon einiges aus. Kann ich jetzt so nicht mitdienen. Für mich war es, also ich bin auch mit den Segways gefahren, extrem geile Sache, war das allererste Mal. Man gewöhnt sich eigentlich auch echt schnell dran. Insofern super spaßige Angelegenheit. Ich für mich war vor allem halt beruflich bei dem Barcamp dort gewesen. Mein erstes Barcamp. Ja, und ich habe mich auch gleich ordentlich übernommen, indem ich eine eigene Session geplant habe, indem ich noch eine Live-Aufnahme für die Online-Gaster-Quickies gemacht habe. Ich muss für mich sagen, es lief alles so mehr oder weniger gut, aber es sind halt extrem tolle Erfahrungen gewesen. Ich weiß, was ich beim nächsten Mal besser machen kann, aber zu unseren Erfahrungen selbst, zum Feedback, können wir nachher noch mal kurz was sagen. Wir haben ja auch Feedback für die Organisatoren von Barcamp Halle, die hören uns ja auch. Die hören hier zu. Ah, hallo. Ja, spätestens jetzt. Hallo Barcamp Halle. Spätestens jetzt, also sie haben vorher ausgemacht und gewartet, bis wir den Namen erwähnen. Das sind so ein bisschen, wenn man ihren Namen erwähnt, dann tauchen sie auf und hören plötzlich alles, was man als Feedback sagt. Du hast die Nacht nicht zu wenig geschlafen. Ja, ich kann zu den, das Ergebnis seht ihr auf meinem YouTube-Kanal, Grayson spielt. Gesellt euch zu den zwei Videos pro Video dazu. Nein, was ein Barcamp, ich habe mir dann relativ wenig von den Vorträgen hat sich angeguckt, weil ich sehr schnell gemerkt habe, hier geht's um Sachen, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe und die steigen auch relativ schnell ein. Also eine Kritik, die ich eben hätte, wäre zu zeigen, wie weit muss man sich schon mit dem Thema auskennen, weil es gab ein paar sehr grundlegende Vorträge, die fand ich teilweise ein bisschen zu langweilig, weil ich mir dachte, okay, das weiß ich jetzt schon. Und dann die anderen, okay. Aber die andere Seite von den Vorträgen war dann halt, dass die, wie eben jemand, der auch über Remote Arbeiten gesprochen hat, sein Haus besser gemacht hat und dann mit smarter Wohnung und Amazon Bestellknöpfen, wie heißen die Dinger, wo man drauf drückt und kriegst die Rasierklingen geschickt, die das Amazon eingeführt hat, hast du Amazon Echo, ist so ein Knopf, den kriegst du bestellt und dann drückst du auf den Knopf drauf und dann wird eine Bestellung Amazon geschickt und du kriegst das Ding, also finde ich völlig unnötig, weil ich die Dinger da im Laden das einkaufen würde, nicht über Amazon, da kaufe ich keine Rasierklingen über Amazon und das hat er irgendwie umprogrammiert und zu einem ferngesteuerten Lichtschalter gemacht und also im Prinzip Leute, die Probleme lösen, die ich nie glaubte, gehabt zu haben oder auch nie haben werde, das gibt's da eben auch. Und da habe ich mich, also vorher ein bisschen besser wissen, wie, was einen erwartet, was beim Barcamp immer schwierig ist, weil eben auch die Themen und die Leute, die kommen, vorher nicht genau feststehen. Also man wird halt sehr überrascht und das kann dann positiv, aber auch negativ sein, wenn man sich dann langweilt oder nicht mitkommt. Es gibt auf jeden Fall eine extrem breite Themenvarianz. Also zu allem gab es was. Ich habe beispielsweise in Veranstaltungen drinnen gesessen zum Thema maschinelles Lernen beispielsweise. Habe ich mir erstmal mehr erhofft. Am Ende war das einfach nur... Ja, Schulen sind nicht genug ausgestattet. Nee, gar oder? Nicht. Da ging es einfach um Informatikgrundlagen. Ach so, das da Ding ja, war das. Da haben sich Informatik-Nerds gegenseitig Formeln um die Ohren gehauen. Also was ist auch wieder dieses für den eingefleischten Fan... Mag das ein spannendes Thema sein. Oder jemand, der halt in dem Bereich arbeitet. Das ist eine Sache, die nicht zu tun haben. Also mit Algorithmen was zu arbeiten. Und ich habe da keinen Plan von. Ja, mit Algorithmen was zu arbeiten. Spannende Sache. Aber ich habe mit Algorithmen nichts zu tun. Ich verstehe diese mathematischen Formeln nicht. Ich bin eher der Anwendertyp. Also für mich war das jetzt zum Beispiel, ich denke mal, also für mich war es jetzt ein Fehlschlag gewesen. Aber generell denke ich schon, war eine spannende Veranstaltung gewesen. Aber Tristan, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Es ist halt sehr, sehr viel. Man muss halt einfach seine passende Nische auch finden. Ein Highlight, was sich jetzt noch einfällt, war am Abend, am Samstagabend, der Fotowettbewerb, der ein paar Wochen vorher gelaufen ist.
Ich habe leider den Veranstalter vergessen. Es steht auch leider im Plan nicht drin. Diese kreative Feedback, bitte demnächst Namen erwähnen von Veranstaltungen, die ihr macht. Genau, also es war quasi während des Abendessens. Ah, hier, da sehe ich es. Premierung der KWSA Photo Rally. Aber es steht nicht, wofür KWSA steht, und da ist auch kein Link. Also Hobbyfotografen haben Aufgabe bekommen und sind durch Halle gelaufen und sollten, glaube ich, 10 Fotos machen, hatten dafür 2 Stunden Zeit, und zu jedem Foto war ein Thema oder ein Begriff vorgegeben. Und die Fotos wurden dann im Internet bewertet. Davon habe ich vorher auch nie was mitbekommen, und die Bewertung, wo es war, kann man ja auch nicht sehen bei der webwirtschaft.net, die das Barcamp mit organisiert haben, oder wo eben der Ablaufplan zumindest steht. Und ich konnte die Fotos noch Barcamp sehen, die wurden alle ausgestellt, zumindest die Gewinnerfotos, und in einigen Fällen die zweiten Plätze, weil halt der Gewinner schon was anderes gekriegt hat, was ja 2 Preise gab und so. Und die waren sehr schöne Fotos, die Preisverleihung war sehr ansprechend organisiert, und das war, finde ich, ein schöner Ausgang für den ersten Tag, nachdem ich halt bei den Vorträgen davor nicht so mitgekommen bin. Und ansonsten kann man eigentlich sagen, also es ist fürs allererste Mal, es war ja auch wirklich das allererste Mal gewesen, dass ein Barcamp in Halle stattfand, auch mit den Organisatoren, das war auch deren erstes Barcamp, kann ich glaube ich schon sagen, war auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Wir haben also ein paar echt coole Themen gehabt, wir haben auch Interviews geführt, unter anderem mit Lucio von und Paul zum Thema Remote Working. Mit Matthias zu digitalen Nomaden. Haben wir keinen Nachnamen von Matthias? Müsste ich jetzt nochmal schauen, aber ich glaube, Matthias nur zu reicht. Wir packen die beiden Interviews in voller Länge auch nochmal als Quickies in den nächsten Wochen auf onlinegeister.com, auch zum Nachhören. Für die, die sich schon immer mal zum Thema Remote-Arbeiten, Homeoffice oder digitale Nomaden, was ist das eigentlich, interessiert haben. Da haben wir dann ein paar Live-Berichterstattungen. Und ansonsten schreiten wir weiter im Thema, und vorher hören wir uns nochmal kurz in meine Lieblingsband rein mit dem ersten Lied vom ersten Album The Butcher's Ballroom, und das Lied ist der Ballrock Boogie. Diablo Swing Orchestra mit dem Ballrock Boogie vom ersten Album The Butcher's Ballroom. Aber zurück zum Barcamp. Christian, wie sieht denn unser Feedback aus zum Barcamp Halle, zum ersten Barcamp in Halle, zum ersten Barcamp, bei dem wir gewesen sind und das die Leute da organisiert haben? Nehmen wir mal eine Skala von 1 bis 10, wo 10 absolut spitze, übermenschlich, ich fühle mich sexuell und gesellschaftlich befriedigt davon. Und die 1 wäre, welches ein Besuch beim Zahnarzt mit tiefen Bohrungen. Ich würde es als eine 6,5 vielleicht einordnen. Also es war vieles gut gewesen, aber halt so zum einen die üblichen Kinderkrankheiten waren dabei gewesen und halt so ein paar andere Sachen, die es ein bisschen negativ beeinflusst haben. Das jetzt erstmal allgemein. Christa, ja, also deine Meinung? Wie vielleicht du auch schon mal gehört hast, für ein erstes Mal nicht schlecht. Badumts. Ich höre immer nur Autsch. Tut mir leid, das musste sein. Ja, wie gesagt, die Sessions, man konnte sich unter den Namen nicht wirklich was vorstellen, die in den Sessions war. Erst als ich drin gesessen habe, habe ich dann gemerkt, dass es nichts für mich war. Der Drohnen-Typ, wo ihr hat, der Drohnen-Typ, tut mir leid für denjenigen, von der Drone-Guy. Einer, der über Drohnen erzählt, was man heutzutage alles damit machen kann, war halt hauptsächlich irgendwie an Firmen gerichtet. Also wie hieß das? Hebestreit-Drohnen. Genau, die Firma heißt Hebestreit und die machen Drohnen. Mit einer der größten Drohnenanbieter und Anwender der Welt. In Deutschland auf jeden Fall, glaube ich. Und Hebestreit-Drohnen, nicht nur Fotoaufnahmen. Und ich muss sagen, dafür hat aber der Werbeteil sehr, sehr gut funktioniert. Du hast den Namen des Unternehmens jetzt mehrfach genannt. Also ja, aber ich weiß nicht, wer halt eine Drohne braucht und damit nicht zwingend Fotoaufnahmen machen will. Die haben halt Drohnen für alle möglichen Sachen. Aber der hat halt irgendwie sein typisches PR-Typen-Geschwurbel runtergeleiert, hat seine Präsentation gehabt, wir machen Drohnen für das, Drohnen für das und Drohnen für das, kaufen unsere Drohnen. Und da habe ich jetzt für mich keinen Mehrwert gesehen, höchstens für meine Band vielleicht mal Drohnen-Musikvideo, aber da hat er ja gesagt, dass er eigentlich keine Videos mehr macht, sondern halt Landvermessungen und Geländeüberwachungen und solche. Und dann war halt irgendwie wieder zum maschinelle Lernen, was halt irgendwie interessant klang, aber dann halt irgendwie von Informatiker waren. Und vielleicht hätte es gepasst, wenn ich früher da gewesen wäre und die Leute was erzählen zu ihren einzelnen Vorträgen. Also war für jeden was dabei, der sich im Internet irgendwie beschäftigen möchte mit digitaler Stadt und mit den Themen, die da waren. Aber dadurch, dass eben so viel für so viele verschiedene Leute waren, gab es halt auch sehr viel, was nicht für jeden was war. Ich kann es durchaus bestätigen. Also man hat ja gesagt, digitale Stadt war das Fokusthema gewesen. Es gab auch so ein paar Themen zum
zur Digitalisierung, zur Stadtentwicklung. Beispielsweise gab es eine Session, was muss die Stadt tun? Das war von einem Unternehmen aus Leipzig gewesen, die sich da geäußert haben. Da gab es auch noch andere zum Thema digitale Verwaltung und offene Daten. Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage. Ich meine, das war sogar die Session gewesen mit einem Anwalt drin. Ich weiß zumindest, ich saß in einer drinnen, da ging es auch um so Thema Digitalisierung in der Stadt, was es halt für rechtliche Konsequenzen hat, Stichwort Datenschutz und so. Und da habe ich auch festgestellt, also hat der Anwalt selbst auch gesagt, der dann die Session gegeben hat, er hat halt eine Präsentation einfach nur abgewandelt, die er schon hatte. Das sehe ich auch so ein bisschen als Kritikpunkt. Ich selbst habe ja auch eine Session gegeben, am Sonntag war das, zum Thema Öffentlichkeitsarbeit für regionale Marken. Habe auch eigentlich nur so mein 0815-Ding abgefahren, weil es für mich halt die erste Session war bei einem Barcamp und mein erstes Barcamp. Deswegen halt so dieses bisschen verhoben an der Stelle. Hätte ich gewusst, wie das Ganze eben aussieht, ich hätte ein anderes Thema gesucht, dann hätten du ja nicht direkt über Podcasten zum Beispiel reden können. Ich denke, viele der Besucher wussten auch nicht genau, was sie erwartet. Ich war in einem Vortrag, nicht richtig Vortrag, da sollte eigentlich eine Diskussion anreden, wie kann man eine Halle durch digitale Möglichkeiten, durch Apps oder durch irgendwelche Sachen hier, in die schöne Lädenhalle, die App von der Stadt und von bestimmten Läden, die wohl da angesprochen. Und was gibt's noch für andere ähnliche Sachen, die Halle wohnlicher machen, die einfach den Alltag in Halle erleichtern, die den Tourismus vielleicht verbessern könnten? Und die wollten Diskussion damit anregen und dann kamen so ganz zögerlich ein paar Kommentare von Leuten, wie sie es erleben und aber wirklich Verbesserungsvorschläge, neue Sachen kamen dann auch nicht bei raus. Und ich denke, wenn sich von vornherein Leuten klar gewesen wäre, dass hier Diskussionen entstehen sollen, dass hier richtig was passieren soll, ist vielleicht in anderen Vorträgen, vielleicht saßen wir in den falschen Vorträgen drin, ist vielleicht passiert. Ich habe da leider, viele haben gesagt, dass sie gut diskutiert haben, aber bestimmt die tief schon im Thema drin waren, wie die Informatiker, die sich mit Algorithmen unterhalten haben. Und im Großen und Ganzen habe ich jetzt für mich keinen großen Mehrwert daraus nehmen können, leider. Bei mir war es so halb und halb gewesen. Tristan, du bist ja jetzt auch nicht in deinem Fachelement in dem Fall. Es ist ja schon wirklich eher für die Spezies gedacht, also für die Digitalspezies. Und gerade am Sonntag, da gab es zwei Sessions, einmal zum Thema Google Shopping und das andere irgendwas mit SEO, also zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Da gab es auch durchaus sehr rege Kommunikation, sehr rege Diskussion, aber das waren auch schon wieder, ich sag mal, die SEO-Experten untereinander, die dann halt miteinander debattiert haben. Ja, SEO, Search Engine Optimization, wie kann man Seiten so designen, dass sie von Google leichter gefunden werden, ist ein eigenes Berufsfeld inzwischen. Und da ist auch nichts anderes, fast nichts anderes als eben Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung, wie lande ich bei Google auf Platz 2 und all was damit eben dazugehört. Ich finde es durchaus ganz interessant, weil es halt meine Arbeitstätigkeiten noch schreibt. Ich mache es ja einmal für meine Kunden zum Beispiel, ich lehre auch darüber. Für mich ist das halt Thema Weiterbildung im weitesten Sinne. Aber ich sag halt auch, da waren viele Sachen eben auch, also entweder der Krämer, der mit einem anderen Krämer diskutiert, wie kann ich halt diese spezielle Landingpage noch weiterhin Keyword optimieren und sonst viel Spaß, was auch durchaus interessant ist, aber für die Gesamtheit glaube ich nicht so dermaßen wichtig ist. Ich denke, eine stärkere Fokussierung hätte dem Barcamp geholfen und nicht einfach jeden zulassen, der irgendwas erzählen möchte. Also okay, ja schon, man sollte Leuten nicht verbieten, was zu erzählen, aber deutlicher machen, worum es gehen soll. Dass nicht irgendwie derjenige, der in seinem Haus einen Lichtschalter anbringt, neben dem steht, der sich irgendwie mit Algorithmen an den Kopf wirft, neben dem einen Vortrag hält, der irgendwas über seine tolle Drohnenfirma erzählt. Die machen bestimmt Top-Drohnen, aber bringt mir jetzt halt irgendwie nichts. Ich sehe als ein großes Problem, also neben diesen üblichen Kinderkrankheiten, was jetzt organisatorisch hier und da vielleicht nicht ganz funktioniert hat. Da kannst du ja gleich nur, ich weiß. Ja. Alles ist okay. Komm, es gab trockene Brötchen. Ist in Ordnung. Alles gut. nein, aber so die üblichen Kinderkrankheiten, die halt einfach sich nicht vermeiden lassen, wo man auch lernt. Und ich habe auch mit dem Cheforganisator, dem Gordon, jetzt die Tage mal gesprochen, hat auch gemeint, er hat auch vieles davon aufgenommen und er weiß halt auch, was schief ging. Ich sage aber auch gleich, ich glaube, wir meckern durchaus auf hohem Niveau. Also vieles hat gut funktioniert, kann man sagen. Organisatorisch habe ich nichts zu meckern, denn Hauptkritikpunkt war eben das, was der Inhalt, das Drumherum, das fand ich super. Und da sehe ich einfach das eines der Probleme, einmal die Location, hatte Gorn auch gemeint, wir waren ja im Multimedia-Zentrum, MMZ, wer das Gebäude kennt, das sind eigentlich zwei Gebäude, eines so halb auf Stelzen stehend in Halle-Saale und das andere so eben benachbart und mit Freiraum dazwischen. Der Kubus und da, wo die Unterrichtsräume drin sind für die Uni, die Medienstudenten und so. Genau, das war auch noch so ein anderer Punkt mit den Räumlichkeiten. Also die Session-Räume waren in einem Extra-Gebäude und ich sag mal, der Get-Together-Bereich, die Aula,
War im anderen Gebäude, also da, wo es gegessen wurde, wo besprochen wurde, wo alle gemeinsam gesessen haben. Das war ein anderes Gebäude. Genau, also und das war halt auch so, du musstest in Gebäude 1, in den Empfang, um deine Bändchen und all sowas abzuholen, dann ging es in Gebäude 2, wo die ganzen Karten zum Beispiel standen, wo du gesehen hast, okay, was war wo, und dann musstest halt wieder in Gebäude 1 rüberlaufen. Treppen hoch und hin und her. Also es war nicht so zusammenhängender Bereich. Ich glaube, das hat dem Ganzen auch so ein bisschen wehgetan. Direktes Feedback, Verbesserungsvorschlag an der Stelle. Ich war auch schon auf verschiedenen Conventions beispielsweise gewesen, gerade so zu Star Wars Celebration, was weiß ich nicht alles. Und das sind ja immerhin, das sind große Dinger. Das macht Disney, das macht Lucasfilm. Die haben ja auch entsprechend Erfahrungen mit großen Konferenzen. Und da gibt es zum Beispiel so eine Einteilung in Themenbühnen. Da gibt es dann die Main Stage beispielsweise. Das hätte, glaube ich, in dem Barcamp auch gut getan, dass man einfach mehr ein bisschen thematisch ordnet. Die Hauptbühne ist für das Thema. Und da gibt es halt auch noch Nebenschauplätze, wo man dann halt einfach machen kann, was man möchte, damit dieses spontane Kreative eines Barcamps erhalten bleibt. Also dass man halt so einfach sagt, so ist mal Themenbereiche vielleicht aufmacht. Weißt du, was ich meine? Ja, meine ich schon, dass eben sich die Informatiker an dem Ort sammeln und wer was dazu hören möchte, kann da halt rein. Und wer eher doch so rantasten möchte an so Gründerthemen zum Beispiel, die wurden da ganz genau besprochen, wie kann ich mein eigenes Unternehmen aufbauen? Ich alleine bin Chef und einziger Mitarbeiter für den Seiten hier passives Einkommen. Der Matthias hat im Interview was darüber erzählt, digitale Nomaden, passives Einkommen. Das fand ich eigentlich ganz interessant, aber war am Ende nichts für mich. Aber das war einer der Vorträge, wo ich am meisten noch mitgenommen habe. Leider nichts, was ich vermutlich anwenden werde, aber es ist schön, was darüber zu wissen. Dann der Haupt, ich muss loswerden, sonst habe ich es ständig im auf das Essen. Hau raus. Also wenn die, es hat der Eintritt gekostet, für Studenten war es kostenlos, weil ich auch super fand, aber dann habe ich so ein bisschen Essen halt erwartet und die haben auch einen guten Catering-Service sich da organisiert, aber dann gab es halt draußen einen Grill mit Würstchen und Steak. Und drinnen gab es, okay, gut, Würstchensteaks, nicht so meins, ich esse kein Fleisch. Drinnen gibt es Gulaschsuppe, auch mit schönen großen Fleischklumpen. Okay, und dann gab es da belegte Brötchen, von denen sind welche mit Wurst, welche mit Schinken, welche mit Kochschinken und auch ein paar mit Käse. Die waren natürlich zuerst weg, weil die halt keine Wurst essen, erst die Käsebrötchen nehmen und dann war halt nur ein riesen Teller Wurst. Und dann hatte ich halt trocken Brötchen, die ich zur Suppe dazu geben sollte oder zu den Würstchen dazu. Am Samstagabend gab es ein Abendbrot, das war an sich nicht schlecht, leider kam ich da ein bisschen zu spät, oder bin ich selber schuld, sodass halt die noch eine riesige Portion rahmgehacktes, geschnetzeltes da war mit Reis, was kaum jemand gegessen hat und die vegetarischen Nudeln mit Käse und Oliven waren halt sofort weg. Da ein bisschen besser ausgleichen, wenn so viele verschiedene Leute ankommen, auch zumindest ein etwas breiteres Angebot haben. Müsst nicht gleich vegan sein, ihr müsst nicht auf alle möglichen achten, aber ungefähr 1:1 anteilig vegetarisch, fleischfresserisch. Carnivore und Herbivore zum gleichen Maße etwa. Das hätte mir besser gefallen, ja. Gut, also ich als sogenannter Flexitarier, der aber auch Fleisch isst, für mich war das halt so Fleisch. Yeah. Aber es war, ich habe es essen können, aber es war halt auch so, ich will nicht sagen 0815, man kann sich darüber aufregen, wenn man es möchte, aber es hat so beim nächsten Mal vielleicht ein breiteres Angebot auch für andere Leute. Mehr Käsebrötchen, vielleicht eine größere Portion Nudeln oder irgendwie so. Generell kann man sich aber jetzt nicht beschweren, es gab ständig was zu essen, ständig was zu trinken, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen. Mein direktes Feedback, wie man es verbessern könnte, Themenbühne, also oder halt entsprechende thematische Bereiche, dass man halt in einem Session, Raum, Halle, wie auch immer, halt so ein Hauptthema hat, weil ich sag mal, die Technik, die technischen Themen sind vor allem im Raum 1, die Anfängerthemen im Raum 2, dass man da als auch als Laie, der jetzt zum ersten Mal auf sowas kommt, oder es erstmal bei diesem speziellen Barcamp ist, man muss sich ja immer erst reinfinden, aber dass man halt so ein bisschen Anleitung mitbekommt. Was ich auf der anderen Seite echt gut fand, war einmal die Social Media Wand, die es gab, wo du hier unter dem Hashtag Barcamp. Ja, also da haben wir so eine Hashtag-Exception eingeführt, da Leute, die Social Media Wand fotografiert haben, mit dem Hashtag Barcamp versehen haben und dann ist halt auf Social Media Wand das Foto von Social Media Wand aufgetaucht und dann wieder welche gesagt, ey, guck mal hier, wir werden tierisch Meta, haben dafür ein Foto gemacht, bis dann irgendwann 5 Schichten von Fotos der Social Media Wand zu sehen waren mit dem Hashtag Barcamp Halle. Wann hast du das denn gesehen? Das war irgendwann am Sonntag, als es schon in der 6. Iteration war. Alle waren übermüdet, haben zigmal die Band fotografiert. Unsere Zuhörer werden das merken. Wir haben Interviews am Sonntag gemacht. Wir waren auch schon ein bisschen durch. Ja, hört euch Interviews an also, und urteilt selbst.
Das waren dann schon wieder die Extreme. Das ist auch so wieder, klar, wir werden Meta, wir spielen mit dem Thema, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Die Fotobox fand ich auch sehr cool. Da hat irgendeine, das wäre mein nächster Punkt. Welcher Firma kam die? Der, irgendein Sponsor hat die dahingestellt. Man konnte sich reinsetzen, so komische, lustige Masken vors Gesicht halten und dann wie in so einem Passfotoautomaten ein Foto von sich machen lassen. Das kam dann raus, die lagen überall rum, mit den Sponsoren unten drauf gedruckt und, ja. Also da verweise ich jetzt einfach mal auf, die Website webwirtschaft.net/barcamp, da kann man die ganzen Sponsoren, Ablaufpläne und sich sonst noch was alles anschauen. War das Network Synergy, die das irgendwie da eingebaut haben? Die waren ja keine Ahnung, aber das kam zum Beispiel extrem gut an. Das hatte mir Gordon lustig auch gesagt. Die Fotos lagen halt überall rum. Ja, Gordon hatte mir zum Beispiel auch gesagt, es war so eine 0815 spontane, noch schnell kurz vor Beginn Aktion gewesen und es kam halt mit am besten an. Das ist auch wieder so eine Sache, also dieses Experimentieren, das Rumbasteln, ich glaube, das tut der Sache halt auch sehr, sehr gut. Und was ich auch empfehlen würde beim nächsten Mal, Stühle und sowas vielleicht einfach weglassen oder sonst wie, dass man eher so eine Get-Together-Atmosphäre hat. Also auch wenn ein Vortrag gehalten wird, alle stehen um ihn rum. Und ja, der 2-Meter-Typ vor dem versperrt die Sicht auf die PowerPoint. Tristan, das ist ja, es ist ja kein Vortrag, es ist eine Session, das ist ja ein anderer Ansatz. Stimmt, es wird Session. Die meisten Sessions waren eben wie Vorträge aufgebaut, deswegen, weil vielleicht auch viele nicht damit arbeiten konnten, was sie jetzt erwartet und dann gemerkt haben, okay, Diskussion ist gesucht, viele reden aber halt darüber, aber wenn halt immer ein Thema geredet wird, wie der Typ mit den Lichtschaltern aus Amazon-Knöpfen und der fragt uns dann, was wir so alles mit Smart Home gemacht haben und ich mit Smart Home, mein Handy kann nicht mal Fotos machen. Nee, aber dass wir da einfach mal das Ganze ein bisschen übersichtlicher machen, also das, ich glaube, das Hauptproblem sehe ich einfach darin, das war in Universitätshörsälen gewesen, das waren Seminarräume und das ist natürlich schulisch alles aufbereitet, das passt zu einem Barcamp nicht so ganz. Also die Location sehe ich als einen großen Kritikpunkt und ansonsten, also wie gesagt, die üblichen Kinderkrankheiten, dass meine Session zum Beispiel am Sonntag nicht gleich mit dabei stand, obwohl wir es schon im Vorfeld abgesprochen hatten, so ein paar Absprache-Probleme. Also hat trotzdem noch einige Weg gefunden. Ja, es hat noch ganz gut funktioniert, wenn ich bedenke, dass ich recht früh am Sonntag dabei war, war noch, also einmal die Tatsache Sonntag, Sonntagmorgen, sonst wie, ging es eigentlich noch von Andrang. Aber also ein paar Kleinigkeiten, der übliche Spaß, aber ansonsten, ich fand es eigentlich echt gut. Ich kann mich gerade, gerade das Wi-Fi, das WLAN war sehr, sehr gut gewesen. Das kann ich jetzt nichts zu sagen. Also wie gesagt, das MMZ hat das nicht Problem, mehr Fotos machen. Das MMZ hat einfach das Problem, die haben überall Betonwände, da kriegst du kaum WLAN-Signal rein. Also das haben die gut hinbekommen. Ja, gut. Technisch sonst wie super Sache. Und auch wenn ich bedenke, das allererste Barcamp, dann im Großraum Halle Saale, es kamen auch Leute aus Leipzig, so der Startup-City nach Berlin schlechthin mit rüber. Und es waren auch über 100 Teilnehmer, so fürs allererste Mal. Also ja. Daumen und hoch. Auch so teilweise namhafte Teilnehmer. Ich erwarte, dass ich da irgendwen treffe, der auf YouTube über 60.000 Abonnenten hat, wie der Dunkle Parabelritter zum Beispiel. Ja, und wir sind ja auch auf einen Clickercast gestoßen, auf einen Moderator, Moderator des Clickercasts. Grüße. Also man quatscht einfach und dann so, ach ja, was machst du? Ja, ich mache da ja einen Clickercast und bin da, ach, ich höre euch, geil. Also das waren sehr, sehr schöne Sachen, aber es waren dann immer, wenn man halt außerhalb der Sessions war, mit dann gequatscht hat, auch wieder beieinander gestanden hat, einfach diese offene Atmosphäre war. Und ich glaube, das müsste man auf jeden Fall noch mehr fokussieren. Und ich weiß, es sind auf jeden Fall auch schon andere Locations fürs nächste Mal angedacht. Deswegen bleibt dabei, macht weiter so. Ich denke, das wird eine gute Sache werden. Hier auch unser Feedback an der Stelle. Ihr könnt es gerne aufnehmen. Wir würden uns freuen. Ja, das freut mich doch. Dann, bevor wir zum Ende kommen, noch etwas von der viktorianischen Metalband Coppelius, inspiriert von E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann. Schöne Augen. Coppelius mit Schöne Augen vom zweiten Album Tumult. Und damit sind wir beim Online-Geister. Feedback. Das Feedback. Wie gesagt, freuen wir uns über Kommentare und Bewertungen, aber auch über jede Unterstützung. Genau, ihr könnt uns unterstützen, spenden an uns Online-Geister unter onlinegeister.com/spenden. Und auf jeden Fall auch unseren Sender Radio Kurax, der uns hier großzügigerweise das Studio zur Verfügung stellt, auf dem wir laufen dürfen. Vielen Dank dafür, jede Unterstützung an Radio Kurax, eine Unterstützung an uns. Unter radiokurax.de/spenden. Und in jedem Fall ein Dank an euch. Euer Feedback bitte an info@onlinegeister.com per E-Mail. Alle Links zur Sendung, was wir heute erwähnt haben, findet ihr bei onlinegeister.com/Folge 006. Genau, und bei uns beiden, Tristan, findet sich wie immer bei Twitter unter dem Handle @RealDrazen. Genau, und wem das, was wir heute in der Sendung besprochen haben, nicht tiefgehend genug war, Christian geht in seinem Blog noch näher darauf ein, schrift-architekt.de. Das war's für heute. Christian hat mich sehr gefreut.
Tristan, hat mich auch gefreut. Wir hören uns und nächstes Mal geht es um das Thema Crowdfunding. Ich freue mich drauf. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.